Das sieht ja aber so aus, als ob das ein Roundabout ist, also einmal ein Gang herum. Das sind auf jeden Fall Unterwasserhöhlen, die sich irgendwie in die Ruinen gegraben haben. Wahrscheinlich nachdem sie versunken sind. Lilanes Leuchten ist meistens nicht so toll. I can't see you, you sneaky bastard. Well, if you insist. It's no trouble. Indeed. Die gute Pistole, ein Trank der Heilung. Rest. Ein Seetroll. Mal wieder. So, du ballerst mir jetzt erstmal das Ding kaputt. Nein. Gut. Eine gute Pike wahrscheinlich von der Brutmutter. Onyx, Trollhaut. Not a problem, Captain. I shall be discreet. Ja, und irgendwann müssen wir rasten. Die Wunden zu heilen. Und ja, das sieht mir wie ein Rundgang aus. Sieht aber auch so aus, als ob es hier oben weitergeht und nicht hier drüben. Achso, hier leuchtet nur die Laterne lila. Okay. Oh, der das ist ein Fischer gewesen. Nein, da ist der Fischer. Du mich auch. So, kommt noch einer irgendwo aus dem Wasser gesprungen oder war es das jetzt? Da liegt ein ganzer Haufen Fische rum. Wie viele davon kann ich nehmen? Ja, nicht viel. Das sieht wie ein Portal aus. Und das ist mit der Wand hier. Die Plakette unter dem Waldbiss ist in einem erstaunlich guten Zustand. Da steht, der Krake ist eine Bestie wie keine sonst. Mit Hilfe der bei unserer Arbeit am Leviathan verfeinerten Manipulationstechnik haben wir Größe und Intelligenz des gemeinen Tintenfisch gesteigert und die Geschöpfe haben sich seitdem als brutale Jäger bewiesen. Es gibt allerdings auch eine unglückliche Nebenwirkung. Sie wurden alle recht territorial. Okay. Kroken? Not a sound. Ne, Kroken-Leviathan? Das klingt nicht ganz so schön. Oh, das ist über ein Riesenfall, so wie das aussieht. Auf einer Plakette bei dem Wandbild steht, der Leviathan war eine aus reinster Selbstüberschätzung geborene Dummheit. Nach unserer Erfahrung mit dem stacheligen Zerstörer hatten wir uns entschlossen, die Grenzen der Wachstumsfähigkeiten der Maschine zu testen. Wir fingen eine Blauwalherde und setzten sie monatelang der Maschine aus. Nur wenige Wale überlebten, aber diese waren nicht mehr zu bändigen. Ach, Leviathane sind also Wale. Hm.
Oh, hier ist noch so eine Maschine. Ach, das ist eine Wachstumsmaschine. Okay. Du wählst eine kleine Maschine auf einem Podium, die von einem Ring umgeben ist. Sie scheint irgendwie tarnischen Ursprungs zu sein. Die Maschine untersuchen. Egal wie du die Maschine auch rüttelst, schüttelst und rüttelst, ihr Zweck verschließt sich dir. Versuchen die Maschine kaputt zu machen. Du versuchst alles, aber der Pylon erweist sich gegenüber deinen Attacken als unempfindlich. Okay, ich habe eine kleine invitalische Maschine gefunden. Ach nee, ich bin an den Ruinen von Xignat-Mor angekommen und habe herausgefunden, dass sie Atemluft enthalten. Ich muss auch immer herausfinden, was den Wildwuchs der Korallen erzeugt und dem Ganzen ein Ende setzen. Ich habe eine kleine invitalische Maschine gefunden, aber ich habe keine Ahnung, wozu sie gut sein soll. Vielleicht kann etwas anderes in den Ruinen ein wenig Licht in die Sache bringen. Ja. Mast. Okay. Ich nehme einfach mal an, sie haben mit den Maschinen hier Tintenfische und Wale irgendwie manipuliert und verstärkt und so. Dann gucken wir mal in die Gefängniszellen. Außer es geht natürlich da runter in einen Kerker. Dann gucken wir uns erstmal hier oben fertig um. Hier ist noch so eine Maschine. Dieses Wandgemälde deutet auf die Erschaffung einer Kreatur hin, die größer ist als alles, was vorher kam. Aber es ist zu beschädigt, um mehr entziffern zu können. Ja. Auch die Maschine kriege ich nicht kaputt. Ich habe ein Gefühl, dass ich nicht mehr so gut, was passiert. Ja, das hört sich so an, als ob da hinten eine Seele oder irgendwas wäre. Was ist mit der Wandmalerei? Auf einer kleinen Plakette unter dem Wandbild steht, die sich Windeschlange war unser erster Erfolg. Wir haben die vom gewöhnlichen Barracuda abstammende Kreatur der Lebensenergie der Maschine ausgesetzt und sie wuchs enorm dadurch. Sie scheint seitdem eine Art Gruppenverhalten entwickelt zu haben. Man sieht sie auf den Schwärmen jagen. Okay. Und auch hier oben sieht es so aus, als ob da tote Lagofett drin liegen. Entweder das oder sie schlafen. Ja, hier ist noch ein Mast. Ja. Ja, die Maschinen untersuchen. Den Pylon kann man nicht zerstören. Pylon, da muss ich irgendwie an die Protoss aus StarCraft denken. Die Plakette ist verwittert, aber noch lesbar. Der stachelige Zerstörer war das direkte Resultat unseres Erfolgs mit der sich windenden Schlange. Wir transplantierten giftige Widderhaken in die Bullenhai und setzten sie der Energie der Maschine aus. Die Kreaturen wuchsen erst auf die dreifache und dann auf die vierfache Größe heran und assimilierten die Widderhaken in ihre Körper. Und so ward ein äußerst furchterregendes Raubtier geboren. Warum müssen Leute immer nur mit der Natur rumspielen, ey? Und so eine Scheiße fabrizieren. Okay, die Animaten sehen nicht mehr ganz frisch aus, hä? An der Wand vor dir befindet sich ein detailliert gemaltes Wandbild, das vier legendäre Seeungeheuer zeigt. Oh, es ist auf mich gewirkt. Minus 10 Genauigkeit. Gehen wir mal weg. Ich habe so das Gefühl, wenn ich die falsch anklicke, dann passiert was Böses. Da stehen zum Beispiel die Animaten auf. Oder sie stehen sowieso auf. Ne, gut, dann gucken wir erstmal hier im Gefängnis zu Ende, weil da ist noch ein Raum. Und das sieht eigentlich so aus, als ob da nochmal eine Kugel wäre. Eine Adrasäule, wer hätte es gedacht? Das Eisensumpf von dieser Maschine
sondern diese Maschine ausgeht, klingelt in deinen Ohren. Perlmut. Ja, inventarische Maschine, mal wieder, natürlich. Ja, die Maschine erstreckt sich von tief in der Wassergruppe an deinen Füßen bis zur Spitze des Gewölbes über dir. Sie gibt ein leises Summen von sich und lädt die Luft mit derselben Spannung auf, die man kurz vor einem Blitzschlag spürt. Die Maschine studieren. Dir gelingt es, dass... Ich sehe übrigens große Schatten. Dir gelingt es, das wenige der Schrift zu erkennen, das noch nicht verblasst ist. Du erfährst auch, dass die Maschine Essenz von einer leuchtenden Adrassäule tief unter den Ruinen in die Flora und Fauna der Umgebung leitet. Die Adrassäule sehe ich da. Versuchen die Maschine auszuschalten. Die Maschine hat keinen offensichtlichen Ausschalter. Du drehst an allen Knöpfen und Wählscheiben, um zu sehen, was passiert. Als du das machst, drückt eine Präsenz gegen den Rand deines Verstandes. Sie wird schnell kräftig genug, um deine Mentalbarrieren mit Leichtigkeit zu durchbrechen. Ein Lufthauch trägt das Rascheln gefallenen Laubes und den Geruch vom verbotenen Holz zu dir. Watcher, still your hands. Ach, hi, Gellowin. Wächter, halte ein. Signath Moor is under my protection. Why do you violate it? Signath Moor steht unter meinem Schutz. Warum missachtest du das? Ist diese Maschine für die Riesenkorallen im Hafen von Sayuka verantwortlich? Warum beschützt du diese Maschine? Nehmen wir mal die Eins. Indeed it is. The Engwithans' fine creation siphons essence from a vein of Adra deep within the earth. And the creatures of this region drink deeply of it. They grow strong, ruthless, and in so doing worthy of my regard. In der Tat ist sie das. Diese feine Kreation der Engwithaner sorgt Essenz von einer Adra-Ader tief im Erdinnern und nährt damit die Kreaturen dieser Region. Sie werden groß, stark und rabiat und dadurch meine Beachtung würdig. Should you want to gain my regard as well, you would destroy this place to protect my machine. Then none will have the means to threaten my work here as you have. Wenn auch du meine Beachtung erlangen willst, zerstöre diesen Ort, um meine Maschine zu schützen. Dann wird niemand mehr in der Lage sein, meine Arbeit wie du zu gefährden. Läuft das nicht deiner Philosophie der Prüfung zuwider, Gellowin? Cleverness should hunt always beside strength, Hound of Aethas. Bei der Jagd sollte die Stärke stets von Gerissenheit begleitet werden, Hund des Aethas. Warum sollte ich tun, was du verlangst? Because I am your God Watcher, and I reward my loyal followers. Weil ich dein Gott bin, Wächter, und meine treuen Anhänger belohne. Seit wann bist du mein Gott? Ach so, weil ich Waldläufer bin. You would do well to think twice before crossing me. An deiner Stelle würde ich es mir zweimal überlegen, bevor du dich mit mir anlegst. Ich denke darüber nach. Quickly, Watcher. My creatures grow restless. Entscheide dich schnell, Wächter. Meine Kreaturen werden unruhig. Okay. Gut, dann probieren wir mal das mit dem Wandbild und gucken, was da dahinter ist. Ja, das Wandbild betrachten. Das Wandbild zeigt einen Kraken, einen mit Widerhaken bedeckten Hai. Das müsste das hier sein. Einen riesigen Wal und einen Knoten aus drei Schlangen mit Barracuda-Köpfen. Die Bilder sind etwas von ihrem Rahmen abgehoben, als könnte man sie drücken. Ja, erst kamen die Schlangen. Der Schlangenknoten versinkt mit einem befriedigenden Klicken in dem Wandbild. Dann kam der Hai. Der Stachelhai versinkt mit einem befriedigenden Klicken in dem Wandbild. Dann kam der Leviathan. Der Wal versinkt mit einem befriedigenden Klicken in einem Wandbild. Und als letztes kam der Kraken. Das letzte Teil des Wandbilds im Rahmen versinkt, hörst du hinter dir das tiefe Rumpeln von Stein. Ja.
Oh, ein... Der Mohora Tanga. Ich habe die Maschine gefunden, die den Ursprung des wilden Korallenwuchs darstellt. Dabei, als ich versuchte, sie zu deaktivieren, griff Galloway ein. Er bat mich darum, die Maschine hier anzurühren und stattdessen die Pylonen zu deaktivieren, die den Schild erzeugen, das Sigurd Moor vor dem Meer schützt. Ja.